Hallo, ich war heute bei Plus und habe mir eine Gesichtsmaske gekauft. Und ich dachte mir, wenn ich sie schon benutze, dann kann ich sie auch gleich mit euch ausprobieren. Weil ich nämlich ein Pröbchen habe von Clarins. Masque Anti-Soif Multi-Hydratant. Und die war eigentlich recht cool, dann wollte ich sie kaufen, aber dann hat sie 30 € gekostet. Und das im Duty-Free. Also nicht gut. Also wollen wir mal gucken, ob etwas weniger Qualitatives auch gut ist. Ich habe zwei gekauft, einmal Anti-Stress und einmal Honigcreme. Und ich glaube, weil ich voll. Oh, grüner Tee. Ich will grünen Tee. Okay, die gibt es bei Plus. Ich hoffe, in eurem auch. Kostet 60 Cent. Und das sind zwei. Also die sind, kann man in der Mitte hier schräg so poppen. Und hier oben kann man sie anreißen. Okay, hier drauf steht, die Ora-Tee Anti-Stress-Maske oder Ora-Tee wurde speziell für die besonderen Anforderungen gestresster Haut entwickelt. Wertvolle Vitamine wie Provitamin B5, Vitamin E und grüner Tee unterstützen die Regeneration der Haut und wirken den Folgen lichtbedingter Hautalterung entgegen. Yay! Die Maske schützt die Haut vor umweltbedingten Stressfaktoren und wirkt wohltuend und entspannend. Okay, hoffen wir es. Anwendung: gleichmäßig auf die gereinigte Haut auftragen, Mund- und Augenpartie aussparen, ca. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, Reste mit weichem Papier oder Kosmetiktuch sanft abtupfen. Nachcremen ist nicht erforderlich, habe ich auch irgendwo gelesen. Ich glaube, das steht auf der Honigcreme hinten drauf. Ein Nachcremen ist nicht erforderlich, bei Bedarf mehrmals wöchentlich anwenden. Warum steht das hier nicht mit drauf? Okay, vielleicht soll man bei der hier nachcremen und bei der hier nicht. Okay, dann machen wir das Ganze mal ausprobieren. Und, also, ihr solltet das runterdrücken, weil das sonst total. Aber man kann es nicht so gut runterdrücken. Also, es ist nicht unbedingt praktisch gelöst. Okay. Wow, grün ist sie offensichtlich. Ich weiß es nicht, das kann nur eklig sein. Uah. Guckt euch das an. Okay. Ja. Oh, ich bin ein grünes Alien. Okay. Sie riecht nicht unbedingt nach grünem Tee. Auch nicht besonders. Also sie riecht nicht schlecht, aber wenn ihr mich fragt, ein klein wenig zu chemielastig. Also. Und das, was da drin ist, reicht eindeutig mindestens für zwei Anwendungen. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch den Ekel nochmal antun wollt. Ich meine, es ist aufgerissen und voll. Ja. Okay. Oh, mein Handy. Okay. Ich habe es aufgetragen. Ich habe die Augenpartie ausgelassen und die Mundpartie auch. Wenn ihr mich fragt, dann. Ich weiß nicht genau, ob das erfrischend sein soll. Aber es prickelt auf jeden Fall auf der Haut. Vielleicht bin ich allergisch dagegen. Ist hier Alkohol drin? Alkoholdenat. Ah, wisst ihr, wie meine Haut nach Alkohol aussieht? Oh Mann, ist das in der anderen Creme auch drin? Seht ihr, also sowas sollte man vorher lesen. Denn in sau vielen Masken ist Alkohol drin. Cetearylalkohol. Ja. Okay, Leute, lasst das ein Beispiel dafür sein. Autsch. Ich gehe das wieder abwaschen. Falls ihr auch was habt mit Haut und Alkohol, also wenn ihr Alkohol trinkt, dann so Fleckchen bekommt. Schlechte Idee. Aber ich sehe hübsch aus.